Hallo, liebe Konsolentreff-Freunde. Heute zum zweiten Mal ein Unboxing unserer Wichtelgeschenk-Geschichte. Deine Wichtelgeschenk-Geschichte. Meine Wichtel, ich meine, ich bekomme ja leider nichts davon ab. Wenn du nicht mitmachst, ja, komm, vielleicht ist ja was Süßes drin. Ich gebe dir auch ein Stückchen ab von was Süßem. Nee, ich kaufe mir meine Süßigkeiten lieber selbst. Die Zeiten, Sven, als ich auf dich vom Kindergarten warten musste, dass du mit deinen Lollis vorbeikommst, die sind lange rum. Ich wollte gerade sagen, früher hast du doch immer gerne Sachen von fremden Männern aus Autos angenommen. Bevor es noch schlimmer wird, was hast du denn hier? Ja, ich habe hier ein Wichtel geschenkt bekommen vom Marcel. Marcel Reich-Ranitzky, aber der ist doch schon tot. Ja, aus dem Jenseits. Das ist bestimmt ein schlechtes Buch. Das ist bestimmt der Preis, den er nicht angenommen hat. Oh, das wäre ja was. War das nicht der Bambi? War das? Weiß ich, Bambi oder Deutscher Fernsehpreis? Deutscher Fernsehpreis war das. Ehrendeutscher Fernsehpreis. Boah, guck mal. Boah, da ist ja wirklich jede Menge drin. Darf ich es mal anfassen, Sven? Darf ich deine Eier anfassen? Ja, sonst fragst du. Wow, aber warum gibt es denn an Weihnachten Ostereier? Das sind ja hier goldene Eier. Goldene hier. Eier, ja. Golden Balls of Steel. Oh! Möchtest du wieder vorlesen? Es ist nicht wenig. Eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wo fängt man an? Also. Bei der Überschrift. Ach. Ja. Lieber Sven, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. In Klammern, dass du keine so schlimmen Reisen mehr nach New York City unternehmen musst. Ja. Ja, weißt du auch die Geschichte mit der. War total schlimmer, als die PS4 vorgestellt wurde. Ja, war Katastrophe. Ein Wichtelgeschenk zu finden war gar nicht so einfach, in Klammern, denn du frisst ja so viel. Nein, das habe ich mir ausgedacht. Denn was will man jemandem schenken, der schon alle Retro-Spiele besitzt? Ich stelle fest, du kennst den Sven echt schlecht, weil er hat riesige Lücken in seiner Sammlung. Ja. Also da kann noch was in die Regale wandern, denke ich mal. Die zwar schon auf seinen Läden platzen, aber... Ich hoffe zumindest ein passendes Geschenk gefunden zu haben, das dir auch im Büroalltag helfen kann. Eine Waffe, damit ich den Leuten liege. Eine Peitsche. der zweite Teil des Pakets wird dir hoffentlich helfen, einen längst überfälligen Erfolg zu erreichen. Schritt 1 und 3 liegen bei, Schritt 2 musst du leider alleine bewältigen. Grüße, Marcel Silbex. Ach, der liebe Silbex, das freut mich jetzt an. Ist immer fröhlich dabei beim Konsolentreff-Poker. Zieht mich auch leider regelmäßig ab. Ja. Lieber ab als aus, Marcel. Step 1, ne? Oh, Step 1, ja. Jetzt, oh, das ist wirklich so Marcel Reich-Ranitz geworden. Soll das echt für dich? Ja, komm, du bist bitte. Dein Geschenk. Step 1. Duschgel. Dann klappt's auch bei den Weibern. Ich rupp's auf. Oh, es ist wirklich ein Buch. Ich hatte recht. Es ist Marcel Reich-Ranitzky. Die Pokerschule. Das deutsche Poker-Standardwerk, Sven. Wo man auch schaut, Poker ist überall. Ja, vielen Dank. Ich werde es hoffentlich gut anwenden. Ich glaube, der letzte Satz bezieht sich auf dich. Spielen Sie mit und erfüllen Sie sich den Traum vom großen Geld. Joa, irgendwo muss man ja mal was verdienen, ne? Aber wir haben doch schon das große Geld. Ja, gut. Okay. Ja, das ist also ja wirklich ein sehr tolles Geschenk und ich hoffe, dass ich dann. Oh, guck mal. Oh. Du weißt, Sven, jeder Dominostein hat 55 Kalorien. Ist mir doch scheißegal. Oh, guck mal. Ist das Step 2 oder? Step 3, Belohnung genießen. Ah. Das ist bestimmt eine Zigarre. Kannst du jetzt eine Zigarre in den Hintern stecken? Aber sonst magst du es. Ja. Gut, das ist dann wohl Step 2. Ja. Sven, wie hieß jetzt nochmal diese Aktion, um sich zu solidarisieren mit den Homosexuellen? Mundpropaganda.
Das machen wir nur für euch. Soll ich mal? Das würde ich jetzt irgendwas rausschneiden und dann werde ich das Bild posten. Dann kannst du aber für. Bitte Strom. Also ich pack's jetzt aus. Dein Geschenk. Ja, pack's aus. Komm, ich bin nur ein bisschen unterschaut. Ich komme irgendwie missbraucht worden. Wow! Und wer es auspackt, darf es behalten, oder? Oh! Das ist ja der Wahnsinn! Oh! Eine Space Invaders. Space Invaders Tasse. Pack's mal aus, dann halte ich es nochmal vor die Kamera. Ja. Sag mal, hast du dir irgendwie dein Gesicht eingecremt oder so? Dein Mund, das ist ja irgendwie. Halt! Bevor du die Packung kaputt machst. Ja, das ist, glaube ich, der perfekte Zeitraum. Können wir das Onkel Jo Sackmesser nochmal zum Einsatz bringen? Das habe ich immer dabei, falls einer frech wird. Wer küsst denn hier einfach die Leute? So, bitteschön. Das war übrigens ein Filmkuss, also nicht, dass ihr jetzt denkt. Nein, das ist ja auch der Sinn dieser Mundpropaganda-Geschichte. Ist ja, dass ich Heterosexuelle vom gleichen Geschlecht küssen, um halt Protest und Solidarität, also Protest gegen diese Winterspiele in Sochi und gegen den Aktionen in Russland und halt Solidarität mit Homosexuellen zu zeigen. Du kannst erzählen, was du willst, die Hunde. So. Da. Okay. Eine wunderschöne Tasse, die mir wirklich, also meinen Büroalltag hier sehr versüßen wird. Ich hab ja sonst nichts hier. Nicht so. War bestimmt auch unscharf. Ja, vielen Dank, lieber Silbex. Ja, du darfst dir gerne zwei Nüsschen nehmen. Die goldenen Balls of Steel. Also, guck mal. Ich werde das hier gut und gewissenhaft einsetzen. Du musst Step 3 noch auspacken. Ach ja, Step 3. Ja. Also ich wette, das ist eine Zigarre. Das sieht so ja, aus. Das macht so den Eindruck. Das ist dann für die Pokerrunde, wenn ich sie abgezogen habe. Ich als Nichtraucher. Aber sollte ich dich mal demnächst dann bei Pokern abziehen und natürlich auch den Obi Hahn und die restliche Bandage da. Obi Hahn. Ja, so. Das ist das gut. Ja, es sind schon verrückte Leute, aber coole Leute da. Und dann werde ich mir diese anstecken. Du kannst sie ja schon mal so pro forma in den Mund stecken. Kannst du noch so eine kleine Guillotine kaufen? Das schmeckt ja ekelhaft. Ja, das wird ja auch abgeschnitten. Das ist ja. Nice. Also ich habe mit einem Kumpel in Nürnberg, ab und zu haben wir mal eine Zigarre geraucht, wenn wir wieder eine Bank ausgeraubt haben. Das war schon echt gut. Ja. Kam nicht so oft vor. Zigarre geraucht, nicht klar. Ja, die raucht man ja nicht auf Lunge, die pafft man ja nur, weil man sonst stirbt. Also, ja, hier, was ist? Also, ja, ist schon unterschlagen deine Leckerei, ja, also, die du geschenkt bekommen hast. Ne? Also hier sind ja wunderbar Spekulatius für den Börsenmakler. Ne? Und nochmal zwei goldene Eier. Ne? Also doch, ja, vielen Dank, lieber Silbex. Hat mich sehr gefreut und ja, dank dem Buch werdet ihr jetzt keine Chance mehr haben bei Pokerturnieren. Ich glaube, Freitag ist das nächste. Und da werde ich das bestimmt schon anlegen. Hier, Pokerspiel hat 42 Karten, davon sind 13 Herzkarten. Wusste ich nicht. Leider hat der nette Marcel Schritt 0 vergessen, Sven muss lesen lernen. Ne? Ja, dafür habe ich dich ja hier, damit du alles vorliest. Ja. Da würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank Marcel, vielen Dank Jo für wieder diese Unterstützung hier beim... Vielen Dank für nichts. Wenn du nicht mitmachst? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr bist du dabei. Vielleicht. Machen wir hier einen Riesenaufruf. Also die kleinen wertigen Geschenke finde ich auch gut. Nein, es ist halt echt schön. Also man merkt, er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Also ne, so mit der Pokerschule. Das ist einfach toll. Also macht's gut, ne? Tschüss.